Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte den Anfang eigentlich gedreht, aber irgendwie hat meine Kamera entschieden, es nicht aufzunehmen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr gleich einen Unterschied. So, ich wollte euch einen kleinen Haul abdrehen. Und zwar war ich bei DM und habe diese süße Tasche hier bekommen, beziehungsweise gekauft. Die haben jetzt nicht mehr diese Plastiktaschen, was ich aber auch gut finde. Ja, und wir beginnen einfach mal. Als erstes habe ich mir so neue Kosmetiktücher gekauft. Ich fand die einfach süß, da sind eben Cupcakes drauf. Oben sieht sie so aus und ja, kann man ja irgendwie immer mal gebrauchen. Und wie gesagt, ich fand sie süß. Da sind Cupcakes drauf. Was soll ich sagen? Dann habe ich mir nachgekauft die Evelyn Peeling-Wattepads. Die sehen so aus. Ich zeige euch die nochmal. Ich hatte euch die, glaube ich, in meinem letzten Video schon gezeigt, in meinem Haul-Video. Aber ich zeige sie euch nochmal. Die haben eben auf der einen Seite so Noppen und auf der anderen Seite sind sie ganz normal. Und damit kann man irgendwie leichter die Nägel ablackieren, habe ich das Gefühl. Dann habe ich mir auch nachgekauft von Essence diese Pfeile. Ich werde euch mal ein Nagelpflege-Routinen-Video nochmal in die Infobox verlinken. Da zeige ich euch, wie ich die benutze. Die hat eben diese 6 Seiten und mit der bin ich super zufrieden und die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann ein Produkt, was ich ganz neu habe. Ich weiß nicht, ob es neu im Sortiment überhaupt ist. Ich habe das noch nie davor gesehen gehabt. Das ist der Silk Peeling Pen von P2. Ist eben so ein Pen hier und man dreht hier unten wieder, dann kommt die Flüssigkeit raus. Es hat hier oben so ein Ding. Wie beschreibe ich euch das denn jetzt? Es hat eben so kleine Noppen und damit könnt ihr eben das Produkt auf die Nagelhaut auftragen und dann einmassieren, massieren und die Nagelhaut entfernen. Ich habe nicht so ein Problem mit meiner Nagelhaut. Habe das gestern mal ausprobiert und muss sagen, ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Vielleicht habe ich es falsch angewendet, ich werde es nochmal probieren, aber so auf den ersten Blick irgendwie, Dann habe ich mir nachgekauft, habt ihr auch vielleicht in meiner Nagelpflegeroutine gesehen von P2, den Lavender Intensiv Care Pen. Das ist das lilane Produkt hier. Der hat eben hier oben dieses Dings, Bürstchen. Man kann auch hier unten drehen, da kommt das Produkt raus. Ich gebe mir das dann immer auf meine Nagelhaut nach dem Lackieren und mag ich. Dann habe ich mir noch etwas anderes für die Nägel gekauft. Ich weiß, das ist sehr nagellastig jetzt gerade. Und zwar ist das die Moisturizing Nail Mask von P2. Die sieht so aus. Die ist, glaube ich, neu ins Sortiment gekommen. Ich habe die schon zuvor mal gesehen gehabt, hatte aber irgendwie dann gedacht, naja, also da steht eben hinten drauf, am besten man lässt das mal auf den unbehandelten Nagel über Nacht einwirken. Und wie oft habe ich das? Wer mich kennt, weiß, ich lackiere mir ständig jeden Tag die Nägel neu. Und ja, ich habe es mir jetzt trotzdem mal gekauft. Ich habe das gestern auch schon ausprobiert. Das ist eben so eine grüne Flüssigkeit. Habe das eben auf den Nagel aufgetragen, ein bisschen einmassiert und habe dann aber ganz normal lackiert. Und ja, soll eben dem Nagel Feuchtigkeit spenden. Ich kann dazu echt noch nicht viel sagen. Ich sehe übrigens so ein bisschen durchgepustet aus, weil es ist sehr stürmig heute und ich war viel draußen auf der Arbeit. Ja, und dann habe ich mir noch gekauft den P2 Quick and Go Chop Code. Ich weiß nicht, ob es den davor schon im Sortiment gab oder ob der jetzt auch neu ist. Und ich weiß auch nicht, wo ich jetzt aufgehört hatte zu sprechen eben. Auf jeden Fall habe ich mir den gekauft, weil ich liebe den Überlack von Aldi Süd über alles. Aber viele haben kein Aldi Süd oder bei Aldi Süd ist er auch oft ausverkauft. Darum habe ich gedacht, ich gebe diesen mal eine Chance. Habe ihn gestern probiert. Ich habe nur auf den Nagel den Aldi Süd gemacht, weil den Glitzer, ne? Ich wusste nicht genau, wie das so klappt und ich hatte nicht so viel Zeit. Auf den Rest habe ich diesen aufgetragen und ich muss sagen, er hat den Nagel sehr schnell durchgetrocknet. Der glänzt es auch ganz schön und ja, also bis jetzt kann ich sagen, der ist echt nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt, was jetzt kommt, daran anschließt und ja. Kamera ist ausgegangen. Der Nagellack, Überlack trocknet unglaublich schnell. Es ist ja auch ein ultra schnell trockener Überlack, aber ganz ehrlich, wie oft steht das auf der Verpackung und das stimmt nicht. Es tut mir so leid, dass ich so durchgepustet aussehe. Ja, aber wirklich, also den fand ich wirklich nicht schlecht. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen öfter ausprobieren. Ich finde eben, dass der Aldi Süd so kleine Unebenheiten im Nagellack nochmal schöner so verschwinden lässt. Aber der trocknet schnell, der gibt einen schönen Glanz. Preis steht hier irgendwo. Und ja, also ich kann ihn eigentlich bis jetzt empfehlen. Wie gesagt, ich werde ihn noch öfter austesten. Ja, und dann habe ich die Alverde LE entdeckt. Die, wie heißt denn die?
Steht das jetzt hier nirgends drauf? Im Ernst? Fabulous 50s LE heißt die, glaube ich. Da habe ich mir drei Produkte gekauft. Zum einen habe ich das Alverde Reinigungspuder gekauft. Ich fand die Verpackung halt auch irgendwie süß. Das ist Pulver, ja, Puder halt, ne? Und ihr solltet euch das irgendwie dann in die Hände machen und dann kann man das aufschäumen und dann könnt ihr euer Gesicht waschen. Mit Mohnblüte, Malve und wertvollen Mineralien. Und ja, sieht süß aus. Ich werde es ausprobieren. Ist halt blöd, wenn es super ist und man es dann nicht nachkaufen kann. Aber vielleicht, wenn das ganz arg toll ist und das ganz viele Leute toll finden, bringt Alverde sowas ja noch raus. Who knows? Ja, habe ich mir mal gekauft. Und dann die zwei Produkte, hinter denen wahrscheinlich die meisten her waren. Und ja, ich habe beide gekauft. Die Blushes. Sie sind einfach unfassbar schön. So, ich zeige euch erstmal den, der etwas roter ist. Das ist Lollipink. Toll, oder? Also diese Marmorierung ist der Wahnsinn. Ich werde ihr euch natürlich jetzt gleich auch noch swatchen. Und die zweite Farbe ist Dizzy Peach. Ich war auch total happy, dass es die in meinem DM noch gab, weil der DM, wo ich normalerweise immer hingehe, der hat zugemacht, weil er umbaut. Und das war eigentlich voll die Glückssache hier. Ja, und das ist Dizzy Peach. Wie sieht man das jetzt? Das ist eben so ein tolle peachfarbene, so ein tolles peachfarbenes Blush. Ja, und wie gesagt, ich swatche sie euch noch. So, die Swatches. Erstmal Lollipink. Oh, man will ja überhaupt nicht reinfassen, so schön sind die, ne? Und bam, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Falls nicht, werde ich jetzt gleich noch ein Foto davon machen. Einfach damit ihr die volle Intensität dieser Farbe seht. Und Dizzy Peach ist eben so ein hellerer Ton. Aber die sind wirklich beide so toll. Ja, ich werde sie jetzt fotografieren, werde euch jetzt noch ein Bild einblenden. Und ja, war nur ein ganz kurzer Haul. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Diese Fabulous 50s LE oder wie die heißt von Alverde gibt es ja momentan. Also seid da vielleicht schnell, falls ihr irgendwas davon haben wollt. Es gab da, glaube ich, noch Eyeliner, Lippenstifte und so, aber irgendwie der Rest hat mich nicht so interessiert. Auch Lidschatten gab es noch. Und ja. Ja, so sieht das aus. Ich habe morgen frei. Ich freue mich, mal so einen Tag in der Woche frei haben. Werde jetzt mich noch ein bisschen um meine Pflanzen kümmern. Schön, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!